wie, das? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Der, wie, das? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ein Filmteam. Kamera, Kamera läuft, Klappe. Wofür ist eigentlich die Filmklappe da? Und Action! Ich gehe mal zum PC und frage den Jens, der weiß das bestimmt. Jens, ich habe eine ganz wichtige Frage. Wofür ist die Filmklappe da? Filmklappe, lass mich mal überlegen. Ja, Luisa, die Filmklappe ist dafür da, damit der Schnittmeister weiß, wann er die Schere anzusetzen hat. Also neue Szene, neue Take und so weiter. Ja? Aber ich sehe gerade, ich muss jetzt los, ich muss jetzt zur Arbeit. Wenn du Bock hast, kannst du ja noch das Kino angucken. Ja, gerne. Guck mal, und das ist der schöne Saal. Und hier können bis zu 300 Kinobesucher sitzen. Coole Sache, oder? Mhm. Oh, was ist das denn? Ein Affe? Was ist denn das da? Ein Affe? Jetzt aber ganz schnell raus hier. Oh, eine Banane. Lecker. Warum ist die Banane eigentlich krumm? Huch, was ist das? Hilfe. Was fragst du, warum ich krumm bin? War es eine sprechende Banane? Am Anfang, als ich noch klein und in der Blüte versteckt war, wuchs ich nach unten. Als die Blütenblätter abgefallen sind und ich das Sonnenlicht sah, wuchs ich nach oben. Dadurch bin ich krumm. Ach, ist das heute ein schöner Tag. Was ist das denn? Eine Banane? Wo kommen die denn her? Die essen wir später. Wollen wir Wolken gucken? Okay. Ach, ist der Himmel heute schön blau. Ja, und die Wolke sieht aus wie ein Schaf. Warum ist der Himmel eigentlich blau? Der könnte doch auch lila, rot oder grün sein. Und warum gibt es Wolken am Himmel? Ich rufe mal meine Wetterfee in Potsdam an. Okay. Hallo Wetterfee. Hallo. Wir haben da mal zwei Fragen an dich. Die erste, warum ist der Himmel blau? Dafür ist das Sonnenlicht zuständig. Für uns erscheint es weiß, aber in echt enthält es alle Regenbogenfarben. Der blaue Anteil wird in der Atmosphäre am meisten reflektiert. Deshalb erscheint uns der Himmel blau. Und was ist die nächste Frage? Warum gibt es Wolken am Himmel? Das ist ganz einfach. Durch die Wärme von der Sonne steigt Wasserdampf aus den Gewässern und steigt in den Himmel. Dort im Himmel ist es kälter und es bilden sich Wolken aus dem Wasserdampf. Wenn die Wolken schon ganz viel Wasser aufgenommen haben, regnet es und die Wolken verschwinden. Ganz einfach. Oder? Danke, liebe Wetterfee. Danke. Ich muss jetzt los zu meiner Geburtstagsfeier. Hallo, liebe Freunde. Hallo. Hallo. Schön, liebe, dass ihr da seid. Hab ich denn etwa keinen Kuchen? Ich habe etwas vorbereitet. Zum Geburtstag und wir ich weiß es, das kommt aus dem alten Griechenland. Die Göttin der Jagd hat einen Honigkuchen mit Kerzen gekriegt. Aber wie
Das ist ja interessant. Aber jetzt haut rein. Das Kapupina-Arch gibt es seit 2015 und wurde nach der Enkeltochter von der Chevron benannt. Oh, ein Bienenhaus. Wie schön. Und da steht auch noch was. Summt ein Bienchen hier und dort, wird es ganz sicher in den Hort. Boah, das haben die Kinder aber schön gemacht. Aber warum sterben Bienen eigentlich, wenn sie nur einmal gestochen haben? Oh, da ist ja Arthur. Er kennt sich bestimmt mit Bienen aus. Er ist doch Imker. Ja, hallo, ich komme mal zu dir. Oh ja, du bist doch Imker, oder? Ja, ich bin Laienimker. Ach so, ja. Also, ich hätte da mal eine Frage an dich. Warum sterben denn die Bienen, wenn sie gestochen haben? Die Bienen sterben, wenn sie gestochen haben, weil sie an ihren Giftstacheln haben sie solche Zacken drin. Und wenn sie die Haut damit durchstechen, dann bleibt der Stachel in der Haut stecken und beim Wegfliegen reißen sie sich die Giftblase aus dem Leib heraus. Und das ist so schwer für die Bienen, dass sie daran sterben. Ja, man sagt ja auch, wenn die letzte Biene stirbt, dann sterben auch die Menschen. Tschüss, ich gehe mal zu meinen Bienen. Ja, mal schauen, ob die Biene zurückkommt, die gestochen hat. Aber ich denke nicht, ne? Gut. Ja, tschüss, Arthur. Tschüss. Ach, ist das warm heute. Ich werde heute auch mal schwimmen gehen. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer dich fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Das ist ja Süßwasser. Wieso ist das Meerwasser eigentlich salzig? Warum das Meerwasser salzig ist, fragst du? Das ist doch ganz einfach. Blub, 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 blub. Das liegt am Urgestein, das unten am Meeresgrund liegt. Deshalb ist das Meer salzig. Hoffentlich bist du jetzt schlauer. Dankeschön, liebe Seetiere. Mira, ich muss dir was erzählen. Was denn? Stell dir vor, was gerade passiert ist. Ich muss schon los. Ich habe noch so viel zu tun. Was war das denn? Ach, es ist spät. Warum hat der Tag denn nur 24 Stunden? Ich habe doch noch so viel zu tun. Zum Abschluss noch eine Info. Das Wort Templin kommt aus dem Germanischen mit der Bedeutung spitzer Hügel. Und denkt dran, immer schön neugierig bleiben.